Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die Steffi hat keine Kohle. Also wir haben noch ein paar Scummies in unserem Tresor, aber ich möchte mich für die 0.8 ein wenig vorbereiten. Für die beiden Ladies, also einmal Steffi und die Olga Melina, unsere Twitch-Darstellerin. Und ja, das heißt, wir müssen Kohle farmen. Kohle farmen kann man natürlich nicht einfach so. Man kann keine Banken ausrauben oder sowas. Nein, wir brauchen Material, was sehr viel wert ist. Und dafür müssen wir jetzt ordentlich looten gehen. Das Ganze wird heute wahrscheinlich sehr spannend. Ich werde natürlich immer ordentlich schneiden zwischendurch. Unser Geldtransporter wird das Auto sein. Oder besser gesagt, Transporter, weil wir müssen ja erstmal Sachen transportieren, um die zu Geld zu machen. Und ja, mal schauen, wie erfolgreich das Ganze heute wird und was wir am Ende auf unseren noch nicht Konto in unsere Tresorbank einzahlen können. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Gut, ansonsten gibt es natürlich Top-Kommentare des Tages. Das erste wäre von den lieben Testpionier. Hat geschrieben, war ein sehr schönes Waldversteck. Top. Okay, darum geht's in der Schatzsuche. Ich habe ja letzte Folge eine kleine Schatzsuche gestartet, damit die Community was zu tun hat, bis die 0.8 veröffentlicht wird. Und ja, das schien gut angekommen zu sein. Der Schneemann hat auch eine Kiste gefunden, eine sehr gute sogar. Und ich hoffe, das hat euch sehr viel Spaß gemacht. Dann wiederholen wir das vielleicht nochmal mit ein paar Schatzkisten, die wir hier und da mal verstecken. Und ihr könnt euch da schönen Loot abholen. Also ich finde die Idee gut. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das gerne nochmal möchtet, auf jeden Fall. So, das zweite Top-Kommentar ist von den meine Region, mein Markt, also sehr kreativer Name. Bist du es, Walter White XD? Okay, ich muss da jetzt eine Geschichte mal zu erzählen. Also, ich habe gigantische Geheimratsecken. Man sieht es auch hier. Also die Haare sind minimal gewachsen jetzt, die muss ich heute wieder abrasieren. Aber die sind wirklich riesig groß und da war ich dann so schlau und dachte, ja, mach doch mal die Haare ab, mal gucken, wie du so ohne aussiehst. Gleichzeitig hatte ich dann die Idee, mir einen Bart wachsen zu lassen. Komplett ohne Hintergrund, dass ich tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeiten mit den Walter White aufweise. Dadurch entstand auch das Titelbild im Rahmen, was ihr seht, was auch mein Bild bei Twitch und bei YouTube geworden ist. Und auch noch eine kleine künstlerische Zeichnung mit Rätseln und Spielereien in die Olga. Gut, ich kann es nicht leugnen, die Ähnlichkeit ist da, ne? Aber wie gesagt, das war eher reiner Zufall. Aber das höre ich sehr, sehr oft und ich habe auch schon in der Innenstadt, wo ich wohne, tatsächlich mal ein Selfie gemacht. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall lustig. Aber wie gesagt, ich bin ein eigener Mensch, ne? Also ich will den nicht kopieren. Gut, ansonsten habe ich natürlich auch wieder ein paar andere Infos wie Leaks, damit wir uns noch mehr freuen können auf die 0.8. Und zwar gibt es hier dieses Bild, ist ein bisschen klein, sorry. Da sind wir scheinbar im Atomkraftwerk in einem großen Hörsaal. Ein Skelett macht sich da auch ganz gemütlich, gerade links in der Ecke unten. Und das wird da eine Location drin sein. Es wird eine riesen Location werden, glaube ich. Und ja, da sieht man auch wieder mal die Stimmung. Und ja, was man da auch so in so einen Hörsaal looten kann. Keine Ahnung. Sehr interessant. Dann ein Bild der Schutzanzüge. Einer von mehreren sein wird. Es wird den in verschiedenen Farben geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist gelb. Natürlich nicht die super optimale Farbe, ne, muss ich mal so sagen. Weil gelb ist sehr auffällig, ne? Wenn wir den mal ein bisschen größer machen, gucken wir mal, was da für ein Gesicht drin ist. Okay, da trägt nur eine Maske. Mach den mal ganz groß. Ist da ein normaler Mensch drin? Weil ich dachte gerade, das wäre tatsächlich ein Zombie gewesen. Aber es ist tatsächlich einfach nur ein Mensch mit einer Maske. Unter den Anzug noch eine Maske? Okay, ist halt so. Damit werden wir in diesem radioaktiven Gebiet wahrscheinlich ziemlich gut geschützt sein. So, hier haben wir noch ein Bild von dem neuen Base Building. Alles gepostet von dem lieben Tomislav und veröffentlicht. Alles legal gezeigt. Hier hat einer eine wunderschöne Hütte im Wasser gebaut. Da sieht man mal die Möglichkeiten des neuen Base Buildings. Und wie gesagt, ich freue mich wie ein Schneekönig auf die neue Version und natürlich auch auf die Kreativität der Spieler, was dann da alles noch so mega kommen wird, ne, an Gebäuden. Wir werden die krassesten, schönsten Gebäude finden
Und wir werden wahrscheinlich auch kleine Gewinnspiele machen, denke ich mal. Ja, wer das schönste Haus baut oder sowas. Und ich werde natürlich auch eins bauen. Da freue ich mich mega drauf. Gut, und dann noch als Schluss des Studios hier. Denk dran, wer es noch nicht hat, das Spiel ist aktuell 50% reduziert auf Steam. Haut rein. Ich glaube, 15 Euro knapp kostet das momentan. Sonst knapp 30. Also ist es wirklich ein Schnapper. Und ja, gönnt euch auf jeden Fall. Ne? So, das noch mal als Werbung für Scum selber. So, jetzt gehen wir mal auf die anderen Szene. Was war das denn für eine Szene? Okay, die Szene. Was ist denn Bild? Was war das denn? Ich muss das nochmal machen. Was habe ich denn da gemacht? Okay, Fails hoch 10 müssen passieren. Ich habe heute nicht viel Zeit, aber ich habe Zeit. Ich habe gerade frei, bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. War wieder ein anstrengender Dienst, muss ich sagen. Aber trotzdem hänge ich irgendwo fest mit meinem Stuhl. Egal. Trinke aus meiner wunderschönen Werbungstasse. Das waren Spiele zu erwerben bei mir im Shop. Lass das Plus weg. Nein, Quatsch, ich höre auch mit Werbung. Verkaufen sich so wie ungefähr ja, Tassen, wo man einen Kackhaufen drauf macht oder so. Keine Ahnung. Also gut verkaufen tue ich sie nicht. Gut. Aber darum geht's gar nicht, ne? Darum geht's dann. So, Steffi steht direkt hinter einem Schild. Wow. Ist schlecht ausgerüstet, muss man jetzt einfach mal wirklich sagen. Und der Plan ist Bunker Runs. Ich werde das schneiden. Das heißt, wir fahren mit dem Auto zu einem Bunker, rennen da rein, holen gute Sachen raus, rennen wieder raus. Wir werden die Bunker turbolooten sozusagen. Werde da viele Schnitte mit reinmachen. Kann mich da auch nicht teleportieren. Also ich kann jetzt hier nicht mogeln mit der Steffi, weil wenn ich mit dem Auto fahre, kann ich mich mit dem Auto nicht teleportieren. Das geht nicht. Und wenn ich in einem Bunker bin, wird mir Teleportieren da auch nicht viel bringen, weil da habe ich keine Punkte zum Teleportieren. Also keine Angst, ich werde nicht mogeln oder sowas. Das wird echt einfach mal ein fetter Loot Run. Ich denke, wir werden hier unten so ein bisschen rumlooten in den Bunkern. Ich will auch gerne hier einmal rein. Super risikobehaftet. Aber wie gesagt, da werde ich dann ohne Loot reingehen, damit ich auch nichts verliere und eventuell ein bisschen was raushole. Das wäre so der Trick an der ganzen Geschichte. Und dann haben wir da oben ja direkt den Händler. Das ist schön. Deswegen will ich so diesen Bereich ablooten, wo wir auch immer schicke Bunker finden. Aber dafür müssen wir uns erst ein bisschen vorbereiten, denn wie ich gerade sehe, haben wir nicht mal Schuhe an. Na, hervorragend. Ich hoffe, ich habe noch ein Packen Schuhe da. Zack. Ne, ich habe nur Unterwäsche, Seife, Peniswärmer. Oh, scheiße, wir haben nicht mal Schuhe. Ja, das läuft ja super. Okay, vielleicht habe ich hier noch ein Schühchen drin. Ja, hier haben wir noch Schühchen drin. Gott sei Dank. Okay, die können wir anders anziehen. So. Dann laufen uns wenigstens nicht die Füße kaputt, ne? Das Ganze ist hier ein bisschen Kuddelmuddel geworden, da wir aktuell ja, was sagt der Hunger? Ab rein mit den MAE ist egal. Nähzeug kann man ja mal mitnehmen. Wir machen uns auf jeden Fall satt für die Reise. Finden unterwegs mit Sicherheit große Rucksäcke, keine Angst. Denn wir werden komplett leer losgehen, bis auf eine Pistole. Da habe ich auch ein bisschen Munition für. Ja. Mann, ist sie das langsam. Okay, das passt aber. Und den Energy Drink kloppen wir uns dann auch nochmal im Wams. Der sieht sogar richtig lecker aus in der Farbe, ne? La 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 la. Ja, wir wollen ja fit in die Maloche reingehen. Und dann denke ich mal ein bisschen Walulu. Na, Blase ist wieder voll. Fast voll. Dann machen wir mal schnell Lulu. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir heute wirklich richtig fetten Loot mit nach Hause bringen. Was heißt nach Hause bringen? Zur Bank. Mann, oder zur Bank, zum Händler bringen. So, Essen, Trinken kommt rein. Und ja, der Patch, der steht ja eigentlich relativ in den Sternen, muss man aktuell sagen. Ne? Das ist, okay, AK habe ich nicht. Knackwerkzeug nehme ich mit. Nähzeug nehme ich mit. Das Ding brauche ich auch gerade nicht.
finde die Pistole sehr unpassend, weil sie sehr laut ist. Man könnte rein technisch auch einen Zombie-Anzug anziehen. Aber wir werden einfach eiskalt genug Munition mitnehmen. Für die Pistole. Da wäre natürlich wieder so eine sehr schöne HS9. HS9, HS9. HSF. Habe ich noch eine HSF? Da können wir die mal schnell zerlegen. Bauen uns die rein. Hier haben wir schon mal was zum Verkaufen. Super wertvoll. Super, super teuer. Und so eine... Ich will wirklich nur richtig teure Sachen sammeln. Vielleicht werden es auch zwei Folgen. Ich kann es noch nicht versprechen. Wo haben wir denn die halb kaputte jetzt gehabt? Wartet mal. Da ist die gute. Da ist die kaputte. So. Zerlegt. Repariert. Und das sind, da haben wir noch 10 Bauteile frei. Wir haben natürlich auch ein Holz da. Wir haben aber auch kein... Was hat hier irgendwas drin? Nope. Haben wir denn noch einen Schalldämpfer? Ich war leider nicht so schlau in den letzten Folgen. Und habe sehr viel verwuselt, ne? So, jetzt müssen wir nach Munition gucken. Magazin. Das ist natürlich Fail, weil ich jetzt für die Waffe keins habe. Na doch, HSF-19. Och, gar nicht so wenig. Ja, wunderschön. Voll. Oh, leer. Ist auch sehr kaputt hier gar nicht. Und 9mm Munition, damit kann ich euch ja umwerfen, nenne ich es mal. Ich habe heute richtig gute Laune, Leute. Keine Ahnung warum. Okay, ich habe morgen frei, weil ich ja ganz normal frei habe. Und muss ja dann Sonntag erst wieder arbeiten. Och, geh doch nicht immer zu, einfach so, Kiste. Das ist fies. Ich nehme auch genug Pistole mit auf jeden Fall. Genau für die Waffe hatten wir ja die ganzen Magazine. Ach guck, noch ein volles, sehr schön. Brauche ich nicht noch mehr Munition reinpacken. So, dann machen wir uns die voll. Schalldämpfer finden wir bestimmt irgendwo, ne? Sonst müssen wir halt laut rumballern. Die hat halt viele Schuss, das ist gut. Und ich will halt so wenig wie möglich mitnehmen, damit ich viel in der Tasche packen kann. Boah, was da was rein, ey, Wahnsinn. Ich glaube, ich nehme noch ein Paket Muni mit. Und da fährt schon wieder ein Spieler rum. Nimm noch ein Paketchen Muni mit. Denn das, was wir haben, haben wir. Das kann hier bleiben. Mit 8 Einheiten kann man damit doch was reißen. Ansonsten würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel mitnehmen wollen. Eine MP5 haben wir noch. Halt, wartet. Irgendeine Optik. Hauptsache, die sieht so einigermaßen aus. Wie sieht die denn aus? Ja, ein Rotpunktvisier ist top. Zack. Und ich überlege gerade vielleicht doch noch eine MP5 mitzunehmen. Aber die hier benutze ich nie. Warum benutze ich eigentlich diese Waffe nie? Die ist so schön klein und kompakt, dass wir dann noch eine Backup-Waffe haben mit schönem Scope drauf. Wäre vielleicht eine Option. Darf da auch egal welches Visier drauf? Mann, das muss doch erst da liegen. Das passt da nicht drauf. Was passt denn da drauf? Nein, nicht rein. Zurück in die improvisierten Kiste. Haben wir denn noch irgendwas anderes? Ich habe so viel verkauft, ich bin so doof. Was ist für Pistolen eigentlich eher gedacht, die Visiere, ne? Nicht für Maschinenpistolen. Ich habe leider nichts mehr. Himmelkorn tut's ja auch, ne? Keine Frage. Aber ich will auch nicht so viel Zeit mehr verschwenden. Und dafür haben wir auch ordentlich Munition. Und zwar die hier. Voll. Voll. Hätte aber gern Scope drauf, ey. Ehrlich, ohne Witz. Oh, unsere Verkaufskiste ist leer. Boah, ich hasse Ego. Aber sonst passt da nicht wirklich was drauf, ne? Also ich guck gerade noch mal rein. Hier. Hat aber einen sehr starken Zoom. Aber ich glaube, für den Fall der Fälle ist das ganz cool. Dann können wir die noch auf Einzelfeuer stellen. Was ist das denn? Jetzt hat sie da so ein
Komisches Zeichen, seht ihr das? Ist es auf jeden Fall Einzelfeuer? Dauerfeuer oder Burst? Da. Und wenn man das nochmal macht, dann hat sie da so einen komischen Haken drüber, den kenne ich noch gar nicht. Aber ich stelle trotzdem auf Einzelfeuer. Spart man noch ein bisschen Munition mit ab auf dem Buckel damit. Und dann machen wir die nochmal ein bisschen heile, damit sie uns nicht allzu viele Störungen macht auf unserer verrückten Reise. Ich weiß nicht, wie sie repariert auf dem Rücken, aber sie macht's. Gut. Katana haben wir getauscht, für... Boah, wir haben echt wenig Taschen. Aber wie gesagt, das finden wir alles da, wo ich jetzt hin will. Gut, gegessen, getrunken, Pipi, Auto raus. Das müsste keine Batterie mehr haben, wie immer, ist aber nicht schlimm. Das ist doch schlimm, weil ich muss ja dann ein- und ausschalten. Wartet mal, das geht ja bergab hier. Da können wir trotzdem noch zumachen. Komisch, dass man... Ich denke mal, sie lässt einfach die Kupplung kommen. Und dann würde ich sagen, fahren wir als allererstes zum A2-Bunker. Ne? Das ist eine gute Idee, oder? So, ich mach mal die Karre an. Keine Batterie? Ja, geschafft. Anders Ding. Oh, da kümmert sich einer gerade um Knallzombies. Sprit ist super. Einmal ganz schnell zum A2-Bunker. Da steht noch ein Moped. Boah, wir werden Zombies geschlechtet, ey, wow. Boah, sind wir schnell mit dem Auto, Heidewitzka. Und dann sehen wir uns gleich beim Bunker. So, wir sind nah dran. Wer müsste da gleich auftauchen? Da ist er. Wir parken das Auto so ein bisschen im Gebüsch. Ach man, das sieht ja auch so, man da super easy peasy reinkommt, ne? Oh, leck. So, ich werde natürlich ein Fähnchen setzen, weil ich so dusselig bin und wieder mal alles vergessen werde. Das Auto hat natürlich auch Loot, ne? So ein bisschen Repariertools, man weiß ja nie. Auch schon Teile zum Verkaufen. Ein Repair-Set. Schrotgewehr-Munition und Bogen, den werfe ich weg. Kanister, den kann man immer gebrauchen. Den werfen wir mal nach ganz unten. Das hier wird dann das Verkaufsgut für die heutige, ich hoffe, Folge. Und das nehmen wir, ah, das können wir auch wegschmeißen, weg damit. Nee, Zeug weiß man ja nie. Und Knackwerkzeug. Perfekt. Es läuft. Wir sind nackig, ne? Sozusagen. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verliere. Weg damit. Oh. Da könnten wir rein technisch lumpen. Ah, geht ja nicht. Das ist ein Zombie explodiert, das ist nicht gut. Das heißt, da ist irgendwer einer. Na gut, vielleicht hat der auch Loot, den können wir auch klauen. Erstmal vorsichtig, ich sehe den Mech nicht da. Einmal kurz hier hocken. Könnte ein Zombie im Bunker explodiert sein. Bin ich jetzt froh, dass wir eine andere Waffe noch mitgenommen haben. Der Mächte ist auch ein bisschen irritiert, ne? Das wäre natürlich praktisch, jetzt da einen wegzuholzen. Habe ich eine Fahne gesetzt? Ich habe keine Fahne gesetzt. Dann muss ich gleich nochmal zurück. Aber ich kann mir ja fast merken, wo das Auto steht. So grob. So, der kommt jetzt auf mich zu. Ja, das könnte im Bunker eine Explosion gewesen sein. Da hat sich mehr nach links angehört, aber warum sollte da ein Sprengzombie rumlaufen, frage ich mich gerade. Geht er weg, jetzt können wir los. Wir werden es ja merken. Na, praktisch, wenn schon einer für dich gelootet hat, ne? So. Sehr lautes Geräusch. Ah, die gehen jetzt immer ganz auf, da muss man aufpassen. Aber der Mech ist so weit weg. So, jetzt geht's rund. Jetzt brauchen wir dicken Loot. Egal welchen. Alles, was so einigermaßen gut wert ist, wird eingesteckt. Das ist nichts wert.
Gut, wenn wir davon mehr finden, ist es was wert? Ist nichts wert. Hier ist echt noch keiner drin, dann ist die ganze Mission in Gefahr. 72%. Das heißt auch nicht Magazin, das ist tatsächlich die gravierte Version. Oh, das ist nicht so schlau, so zu gucken. Die lassen wir schon mal auf. War vielleicht eine Zufallsexplosion, die irgendwie, warum auch immer, entstanden ist. Gib mir Loot. Ich will Loot. Und vielleicht sogar ein Schalldämpfer, das wäre auch nicht schlecht. Alles wertloser Rödel. Aber es sind ja auch keine Militärkisten oder verdeckte Dinger hier, was auch immer das ist. Der hat noch keiner gelootet, glaube ich nicht. Der hätte der auf jeden Fall mitgenommen. Essens interessiert nicht. Das interessiert mich hier natürlich massiv. Magazine sind nicht so wertvoll, wie ich will. So, und jetzt muss ich leider immer Dietrich herstellen. Ärgerlich. So, Handy brummt. Oh, hat auch offen. Auf der Uhr gebrummt, das heißt. Die Wheel-Up-Steffi hat mir guten Morgen geschrieben. Ich habe immer zuerst guten Morgen. Ist das nicht unfair, dass der Mann immer erst guten Morgen schreiben muss? Ist das nicht unfair? Der Ben hat Corona, ich kann ihn nicht besuchen, das ist voll blöd. Ich bin hier seit zwei Wochen gefangen in meiner Wohnung, kann nirgendwo hin. Ja, so Minen und so sind natürlich Traum. Das ist ja eine 4.000, 5.000 wert. Die Antipersonenmine, die Claymore. Die improvisierte Claymore, die müssen wir eigentlich mal bauen. Na, mal schauen, was die am Wert hat. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Du brauchst doch nicht mal, das ist alles leer. Oh, komplett die. Hier, da unten oben ist was los. Wo kam ich denn von da, ne? Ja, das hat geknallt. Das war aber klar. Irgendwas muss ja wieder kommen. Gummiband. Jawohl, endlich haben wir das Gummiband gefunden. So, hier können Medikamente drin liegen. Wir verbrauchen ja nur ein Slötchen. Mehr nicht, ne? Das ist das Schöne. Nadel. Nadel nehme ich mit. Nee, Zeug. Habe ich zwar ein bisschen was. Verkaufen. Ach komm, das ist nichts wert. Scheiß drauf. Ah, Sicherheitshalb. Mann! Ich fühle mich so verfolgt. Wenn ich gehe meine ganze Mission hier nach hinten los. Wisst ihr was? Das kann man ja immer noch weglegen. Wie gesagt, wir finden bestimmt noch ein bisschen Slots. Deswegen würde ich ja versuchen zu knacken. Aber meine Knackversuche sind meistens eher lächerlich. Mann, ich versuche das immer in den falschen Scheißloch zu werfen.
Beere. Nicht zum Verkaufen, zum Zerfetzen. Na, bis jetzt noch nicht so wirklich erfolgreich. Na, was habe ich denn? Ich könnte ganz viel hierher herstellen, das knacken. Sollen wir das mal versuchen? Ich kann ja so 5-mal versuchen. Dann ist das ja nicht ganz so schlimm. So. Ich gebe da auf. Das ist einfach zu heftig. Aber da kannst du halt auch richtig gutes Zeugs finden, ne? Sowas hier. Leider sehr groß. Aber ich weiß ja nicht, was ich hier alles rausfische. Auch nicht die Million wert. Aber wer rechnet hier schon mit einer Million, ne? Das macht natürlich Krach, weil ich noch keinen Schalli dabei habe. Mein Gott. Komm doch aus der Richtung, wir müssen doch. Boah. Apocalypse Now hier, ey. Gut, die beruhigen sich gleich wieder. C geht nicht. Wenn diese anderen Schlösser auch so gut aufgehen würden. Dabei ist das silberne Schloss nur eine Stufe höher und ich krieg's nicht hin. Na gut. Wenn es so weitergeht mit dem Mechs, dann wäre eh ein Problem. Brecheisen wäre jetzt ein Bonbon. Wow. Nicht wertvoll, aber gut für mich. Also ein paar Zombies niedergemetzelt. Ich weiß ja nicht, was sie so beinhalten. Ja, ein Brecheisen, aber muss ja nur ein kleines, rumpeliges, blödes Brecheisen sein. Hab schon mal geguckt. Ich wollte gar nicht alles looten. Ich wollte ja nur die wichtigen Räume looten. C3, na danke schön. Hätten wir auch so schön hincruisen können. Bis jetzt haben wir eine Waffe. Da könnte auch noch einer drin rumdümpeln. Nochmal Medikamente. Nimm ich für mich persönlich nochmal mit. Hier haben wir eine Rasierklinge und Wasser, aber wir haben ja uns gut ernährt. Hier liegt nochmal eine Wahl. Schöner ist ja die Größe der Waffe hier. Ich brauche dringend. Ich brauche dringend Platz, ne? Wenn jetzt euch genug. Das ist nicht gut.
Ja, ich musste nur reparieren. Das ist natürlich noch der Punkt, ne? An Waffen. Helme sind was wert. Ab auf die Birne. Sieht zwar nicht schick aus, aber darum geht's heute nicht. Na, wenn der ganze packen. Dann Knackwerkzeug bitte. Die Skamizai ist wieder unterwegs. Das war was länger, als ich erwartet habe. Logischerweise, wie immer. Ja, schon Dietrich. Mann, fuck you. Das kann nicht sein. Pipi-Schloss nicht aufkrieg hier. Und nicht mehr so viele Schraubendreher. So. Achso, jetzt muss ich einen neuen Dietrich erstellen, wie immer. Nein, das will aber auch nicht, dieses Schloss. Mist. Ach, brauche ich jetzt auch nicht. 10 Schuss bringen jetzt auch nicht wirklich was. Und hier war Ende im Gelände. Da ist dieser Superraum. Wow, wir sind ganz schön gefährlich heute. Wow, wir sind ganz schön gefährlich heute, sage ich noch. Alter. Wie viele waren denn das schon wieder? Sind hier nicht alleine, sonst könnte nicht sein, dass so viele Zombies hier sind. Die haben auch gerade gehört, ne? Das waren so viele. Boah, was ist denn, was soll denn das? Na, schon mit ihr Kopf. Eine starke Blutung, wir verlieren kein AP, ne? Nächsten Schalldämpfer für eine SWD. Das sind aber alle so ranzige Sachen. Da holst du kein Hering vom Teller mit. Aber die kann man wenigstens reparieren. Mit leichten Werkzeugen. Ja, was dann? Das Medkit drinnen? Ein mehr. Knackwerkzeug liegt da einfach rum. Jetzt aber auch andrehen. Ach Gott, ruhig hin hier auf dem Klo. Ein Blüte ist Sinn hoch 2. Da unten noch. Also viele Zombies dürften hier jetzt nicht mehr sein. Flitzen wir mal rein wegen. Ach, dieser Scheißschrank, den würde ich so gerne knacken, ne? Sehr lecker. Das darf ich schon anfangen aufzuräumen hier. Das wird wahrscheinlich mehrere Folgen dauern, bis wir das Auto ordentlich bepackt haben mit feinem Loot.
Das ist gar nicht so viel wert. Vielleicht mal angewöhnen, eine Brechstange mitzunehmen. Ja, ich habe nicht mal eine Tasche gefunden. Irgendwas. Das ist echt schade. Ich wollte vielleicht eine neue Hose oder sowas. Dass du an diese Dinger da nicht rankommst, ist ja ärgerlich, ne? Papier weg. Die Waffen sind gut zu verkaufen, wenn sie repariert sind. Ich kann aber kein Geld für Reparaturtools ausgeben. Das wäre dumm. Batterie. Sowa und Nasenschutz. Da war eine, finde ich, eine gute. Ja. Das ist halt der erste Loot, den wir rausholen. Können wir auch gleich schon wieder rausflitzen. Zwei Waffen. Ein bisschen Medikamente. Und dann geht's im Airdrop noch. Wir den noch knacken können. Leider, leider, leider nicht. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Das immer derselbe Mist. Ja, hier waren wir schon dran. Dann kamen wir auf hierher. Ganz viele tote Zombies. Hier ist noch mal ein Control Room. Ja, Magazine sind nicht so viel wert. Und ein großer Rucksack. Ich tausche den um. Das ist tatsächlich auch mal eine Farbe, die wir akzeptieren können. Der kommt dann im Auto. Kann man natürlich auch verkaufen. Ich weiß nicht, was im Fernglas wert ist tatsächlich. Ich habe eine Hand damit. Da kamen wir definitiv her. Ach, das kann nicht wahr sein. Das steht schon wieder neuer. Ich weiß, der Bunker ist viel größer. Aber ich muss hier logisch denken mit den Tascheninhalt. Da gehe ich nur wieder in Gänge, wo ich schon war. Ne? Office. Regeln nichts wirklich Relevantes drin. Ich will mich ja beeilen. Ich will ja schnell Kohle machen. Hier. Noch ein Dreher. Zu machen sich jetzt halt. Ein Fernglas in Hand. Ein Quiver. Oder? Ich hab einen Quiver gesehen. Gebongt. Okay, alles Müll. Hier sind wir direkt, wir haben ein Nachtsichtgerät, super wertvoll. Es geht nicht um haben, es geht um verkaufen. Komplett fährt ganz viel Tatütata, bitte nicht wundern. So. Was war denn da hinter der Türnummer? Ach, der Enderaum. Oh, man erkennt gar nichts, dass das sich voll drauf hat. Der ist nicht der Innenraum.
Da brummt es auch noch hinter der Tür. Au, geil. Ja, hier ist der Enderraum. Mal den gucken wir uns auf jeden Fall nur an. Das passt schon mal, ne? Was wir jetzt gefunden haben. So, Nummer 1 Bunker. Danke für nichts. Schönes Teil. MRO Rotpunktvisier. Hat mich erschrocken, aber nicht so schlimm. Ich ziehe mal die Weste an, auch wenn die defekt ist. Wenn wir die auf 50 reparieren, können wir die auch verkaufen, ne? Also hier geht es rein technisch raus. Oder sich da raus, wo ich will, weil vorne ist viel einfacher. Bei den komischen Mech. Och, das ist ja ein super Fund. Genau das, was ich verkaufen will. So, okay. Dann auf, marsch, marsch. Was habe ich noch? Ich habe das Fernglas irgendwo verbummelt. Auch egal, also ich liefere das Fernglas jetzt nicht. Doch da ist es im Creeper gelandet. Ein Regenmantel. Jetzt weiß ich den Weg wieder nicht. Ist der gleiche Ausgang? Ja, da ist der Zaun. Der wartet jetzt keiner, weil wir so ein Feuerwerk hier drin verursacht haben. Ganz blödes Geräusch. Sieben Schüsschen. Er kommt. Ich gehe noch ein bisschen weiter in Deckung, weil er kann ja ein bisschen reingucken. Und er geht. Wie wir aussehen auf einen Schlag. Sauber. Oh, das müsste das Gebüsch sein. Nein, das müsste das Gebüsch sein. Nein, das nicht. Da steht ein Auto im Gebüsch, dann wird es das Gebüsch sein, ne? Gut, haben wir gut gemacht bis hierhin. Ich habe natürlich Licht angelassen. Einfach reparieren, eiskalt das Tool nutzen. 100%. Was will ich alles verkaufen? Alles, was ich verkaufen will, kommt direkt hier in der Tasche. 1% hat die Weste, das ist ja nicht schlecht, ne? So. Ups, der Knopf. Der Airdrop ist viel zu weit weg. Ist viel zu weit weg. Seit wir da sind, ist der auf jeden Fall hinüber. Mir fehlt absolut die Zeit, jetzt noch viel mehr zu machen. Ich weiß nicht, wie lange der da schon liegt, aber der ist auch doof weit weg. Gedauert, als ich gewartet habe.
Wollte eigentlich mehr schneiden. Aber im Bunker kann man ja nicht schneiden. Was soll ich denn da schneiden? Da sind wir hier. Das wäre wieder Richtung nach Hause. Ein Träumchen wäre natürlich noch ein Airdrop gewesen, ne? Mine, Mine, Medikamente. Kann man nicht rauswerfen, kann man umpacken. Nein. Der Rucksack kommt nach unten. Waffe. Voll repariert, noch nicht voll repariert. Ja, es ist noch nicht wirklich viel als Gesamtpaket. Noch eine Waffe zum Verkaufen. Medikamente, die kann man ja nicht reparieren, das geht ja nicht. Das, was wir gerade brauchen, das können wir auch verkaufen. Also wir könnten noch ein bisschen reparieren, definitiv. Das will ich reparieren, die wird mich auch nicht für schützen mit 1%. Einfach mal mit 50% verkaufen, vielleicht bringt das ja tatsächlich gutes Geld. Was ich jetzt eigentlich an der Stelle mal austesten werden würde. Auch wenn wir jetzt noch nicht die Tasche dicke voll haben, können wir noch ein bisschen was von zu Hause mitnehmen und zum Händler bringen. So bin ich. Muss einfach Richtung Norden, ne? Aua, ein Baum. Auto ist das was anderes als mit dem Moped durch den Wald, ey. Bisschen komplexer, so ein Auto. Bisschen. Dieser Busch. Dieser Schweinebusch. Da die beiden Repair-Tools werden wir jetzt mal investieren. Haben wir eh gefunden. Und dann machen wir das Experiment Weste. Das ist natürlich interessant. 50% krasseste Weste, die gibt. Lässt sich ja locker. Wir sind schon mal in Timmytown, das ist schon mal gut. Brauche ich nicht mehr so vorsichtig fahren. Kann nichts mehr passieren. Das heißt, dass wir in den Bunkern dann die ganzen. Ja gut, die Westen sind groß, ne? Aber die gibt es ja auch überall. Als. Zombies. Da muss man ja nicht immer in großen Bunkeranlagen für gehen. Ist mir dann jetzt so in der Folge aufgefallen. Mal gucken, was der Händler uns für so eine Zombie 50% Weste gibt. Wahrscheinlich 5 Scummies oder so. Boah, sind wir schnell. Sind wir auch gleich ruckzuck beim Händler. Ja, ja, das ist nicht schlimm. Man sieht nur, wie schlecht ich fahre. Wollen wir vor den Schränken fahren? Ne, vor den Schildern. Okay. Reparieren. Versuchen zu reparieren. Versuchen zu reparieren. Also, was, mal gucken, was wir heute an Kohle zusammenkriegen. Ich bin echt neugierig. So. Na, da ist ja noch ordentlich was drin, ne? Aber das kostet mir alles. Das ist natürlich klar, dass wir für alles was haben, nur nicht dafür das, was wir brauchen. Eigentlich Blödsinn, abbrechen. Oder die Weste reparieren. Okay, das ist wieder 50.
Natürlich, was so ein Fernglas am Wert hat. Kaufen. Kaufen. Ich würde mich so ärgern, dass ich kein Nachtsichtgerät mehr habe. Pistole behalte ich. Fernglas. Habe ich jetzt zwei? Nee, ne? Gut, die Waffe behalte ich natürlich. Dann haben wir das hier noch. Kostet das hier. Sehr nice. Gilis behalte ich. Ein bisschen was Schickes will ich ja auch behalten, ne? Munition und so sind egal. Schraubendreher nehme ich trotzdem noch mal ein paar mit. Nicht zum Verkaufen, nö. So, das kommt wieder im Schrank, Timmy. Das ist verschenktes Gut. So, die Tasche, was haben wir da zu verkaufen? Das ist gut. Die Metallkiste hat Waffen. Wir haben Waffenteile für ihr, wie immer. Keine Waffenteile für die hier. Dann bleibt die hier. Verkaufen die Block. Ist egal. Hatten die Taschenlampe dran. Kann mit weg. Die Diegel. Niemals verkaufen. Niemals. Ein paar Anbauteile brauche ich ja auch noch für die Zukunft. Ist ja nicht so, dass wir mit Null anfangen müssen, ne? Das wäre ja auch gemein. Ich sag mal so Pistolen. Haben wir ja wirklich en masse, ne? Müssen uns nur ein paar wieder schick machen. Block. Könnte die tatsächlich, weil die wird jetzt wert sein. Gott, ganz auf einfach. Könnte die Block, die so mit Magazin heißt, total fail. Mit den Teilen. Halt. Konzentration, Tamä. Das ist die falsche, die will ich zerlegen. So. Und dann reparieren wir die hier. Die müsste eigentlich was mehr wert sein. Da können wir auch gleich schön unterscheiden, weil wir beide verschiedene Varianten haben. Einmal die. Einmal die Block hier. Mit Gravur und einmal die ohne Gravur. Das ist doch schön. Noch irgendwas? Das Auto hat viel Platz. Ne, das verkaufe ich nicht. Ja, mir fällt jetzt nicht wirklich viel ein. Die Armbrust ist scheiße. Ich habe noch nie ein Fernglas verkauft. Guck mal, was ein Fernglas wert hat. So, das kommt wieder rein. Ja, da verbrauchen wir auch tonnenweise, ne? So, das ist Auto gut bestückt. Nein, geht so nicht. Das ist nicht so toller Verkaufsgut. Es geht besser. Die ganzen Nachtsichtgeräte. Es geht besser. Aber wir fahren mal zum Händler und gucken mal alleine, was diese Weste uns bringt. Haben wir es für heute auch geschafft. Zeitlich natürlich wieder völlig überzogen. Wir müssen eigentlich sehr schnell da sein. Aber ich mache das im Cut so lange. Ah, Mann, ich fahre mir hier wieder einen zurecht. Schon wieder volle Pulle vorm Stein gefahren. Und da haben wir hier stinkenden Scheiß-Leitplanken hier. Aber dann geht's gleich direkt zum Händler. Wir sind auf dem besten Wege. Oh, Gott sei Dank. Straße. Gut. Pipi musste wieder. Der Energy Drink hier scheint sehr, ja, urinfördernd zu sein. Und in den wirklich kurzen Loot Run in den Bunker haben wir einigermaßen schön Zeugs plus zu Hause.
zum Verkaufen mitgenommen. Ne? Ich finde mal, dass diese Händler immer am meisten Geld für alles gibt. Ich habe nicht so den Eindruck. Kann natürlich nur eine Wahrnehmung sein, die ich falsch habe, aber der Händler ist halt relativ gut hier, finde ich. Ich hoffe, der hat auch genug Kohle dabei diesmal. Ich kann mir keine Reparaturwerkzeuge leisten. Dafür will ich ja kein Geld ausgeben. Schwarzwerk muss man wieder aufmachen. Oder wir müssen sie halt looten. Das ist der Trick. So. Ich glaube, wir hätten hier links gemusst. Und die hat aber auch einen Fahrskill. Der ist ja bombastisch, ey. Und dann wird verkauft, dass die Heide zittert, nenne ich es mal. Ich glaube, jetzt fahren wir zu mehr Fehler, ne? Oder? Ich weiß nie die Wege richtig. Ein bisschen querfällt ein. Ihr habt ja das Glück, dass ihr so Schatzsuchen machen könnt und sowas. Das kann ich ja nicht. Kann ich meine eigenen versteckten Schätze suchen? Das wäre ein bisschen seltsam. Okay, dabei haben wir jetzt für den General Manda, keine Ahnung, haben wir was dabei? Ich weiß es gar nicht, was haben wir noch im Auto? Minen, Waffen, Rucksack. Okay, wir haben tatsächlich vielleicht ein Fernglas für den Generalmann. Welcome, welcome. Der kauft es ab für so gut wie gar nichts, macht nichts. Ein Versuch was wert. Let's see what you have. Ja, tschüss. Dann sind wir eigentlich mehr so ein Waffenhändler-Typ heute. Scheiße, ist die Autokarre halb kaputt. Mechanik, ja, du bist es. So, schlecht aus. Also, können wir noch was reinschmeißen? Ich hätte gedacht, der eine kauft wenigstens das hier. Wir haben natürlich jetzt einen Haufen Waffen. Mir fast eine Seele leid, die zu verkaufen. Ich habe sie vorhin sicherheitshalber im Auto gepackt, weil hier ist ja noch ein Fernglas. Gut. Aufsetzen. Die guten Minen. Noch ein Nachtsichtgerät. Das Ding hier. Das ist Medikus. Viel gibt es dafür nicht. Und einen Waffenholster. Können wir mal wechseln. Boah. Wie eine Tonne. In meine grünen Leggings. Ja, jetzt gibst du mir richtig Asche, Kollege. Aber wer nicht? Die will ich nicht verkaufen. Da. Puh, das ist schon ein bisschen Unterschied, tatsächlich. Boah. Die Weste ist null wert, was ich sehr schade finde. War das also für die Katz? That thing registered. Oh, 21.000. 21.000. Null. Wieso gibt ihr mir null für eine Zombie-Weste? Ja, schenke ich dir. Schade, dass sie echt nichts wert ist, ne? Das hier, das kriegt wahrscheinlich der Autohändler, ne? 21.000. Okay. Auto ist mir zu wenig wert. Das würde ich auf keinen Fall verkaufen. Wäre auch Blödsinn. So, Mediman. Was haben wir denn noch hier drin? Mann. Fast nicht lohnenswert, dafür extra hinzurennen, ne?
Ach ja, das wollte ich auch noch verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass so ein Pistolenholz sehr viel wert ist. So ohne alles. Naja, immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, wir pinkeln beim Arzt pinkeln wir. Dann macht das ja. Macht keiner gleich einen Blutzuckertest machen? Und Urinstatus? Hospital? So, das Auto kann man gar nicht mehr verstecken. Ne? Da dampft wie so ein Rauchsignal. Hello, what is your emergency? Gar nicht, ich will dir Sachen verkaufen. Bitteschön. Nimm die auch. Never mind about the expiration date. 23.000 auf der Tasche. Und wir sind wieder leicht wie eine Feder. Den Quiver behalte ich aber auf jeden Fall. Weil der einen ordentlichen Loopplatz bringt. Ist ja sehr attraktiv. Ist die Frage. Wer kauft mir denn dieses doofe Elektrikerwerkzeug ab? Also der Waffenhändler war es nicht und der. Vielleicht habe ich einfach nicht drauf geachtet. Jetzt schüttelt er meine Tür eine Sekunde. Hat nochmal geschellt. Aber war kein Mensch. Keine Ahnung. Manchmal ist das so. Du wolltest das wirklich nicht welcome, haben? Welcome. Wahrscheinlich für die Post, die stellt einfach überall. So. Dann haben wir jetzt ordentlich Talas auf der Tasche. Ach, nicht ordentlich. Würde ich nicht mal sagen. Ich will eine Sache noch verkaufen, und zwar die Waffe. Die ich sowieso nicht benutze. Und dann geht's nach Hause und dann lagern wir ein. Mal gucken, wie viel insgesamt da ist. Es ist schon wieder ein bisschen mehr geworden. Oh, sie ach, die hat Pipi gemacht. Nein. Die hat Pipi in die Box gemacht. Kannst du nämlich haben. Die nicht. Die nicht. Hab ich ja nichts, ne? That thing registered. Kidding. Nobody cares. Aber wir sind nicht unbewaffnet, oder? Ich habe die Pistole mitverkauft, oder? Nee, Quatsch, oh, ich habe mich schon erschrocken, Blödsinn. Da ist er wieder. Da ist er in Aufzug, da war wieder der Postmann, der einfach überall schellt. Was ist das eigentlich für eine Unart? Na, wenn ich mich jetzt nach der Arbeit hinlegen hätte müssen wegen Müdigkeit, hätte er mich jetzt voll wach geschellt. Ey, sowas Arschlochmäßiges, ne? Natürlich ist es ein harter Job, keine Frage. Aber dafür muss man doch nicht Leute wecken. Ich glaube, ich schreibe gleich eine Beschwerde. So. Voll der Rentner geworden. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Das muss ich euch natürlich nicht antun. Hoffe, dass ich die Karre nicht im Schrottklumpen verwandle. Und dann sehen wir uns da. So, meine Lieben. Ja, ich habe es fast zu Schrott gefahren. Weil ich mich, warum auch immer, so beeile gerade. Und ja, jetzt sind wir in der Safe Zone. Es kann nichts mehr passieren. Also, es kann schon mal nicht mehr explodieren. Aber ich glaube, ich war gerade knapp davor. Und ja, haben ein paar Taler verdient. Definitiv. Und den Batteriechen wieder vollgeladen. Ne? Immerhin. Gott sei Dank haben wir noch das Moped. Dann können wir damit ein paar Rap-Tools besorgen, irgendwie. Aber wie gesagt, ein paar Taler haben wir wieder einkassiert. Denn Geld regiert bald hier die Welt. Ne? Aber ich habe gesehen, wie schnell das geht. Obwohl, wir haben auch viel Kram von zu Hause verkauft. So, zu die Schotten. Und rein in den Tresor. Und da sind doch schon einige drin. Das finde ich ganz cool. Zack. Zack, zack, 50.000, 53.000, 1, 2, 3, 4, 5, 53.000 Scummies auf der Tasche. Ja, wunderbar, da kann man doch gut ins Bett gehen. Boah, hätte ich das mal in Real.
Und das Ding hat leider ganz schön gelitten. Es tut mir leid, Auto. Da war ich einfach zu wild. Okay, dann mit voll gepieselter Hose ab ins Bett und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.